Verein sind einfach die Moritzberger, wie wir sie Budo gesagt haben, ja da. 27. Momentan geht jemand rum und zählt die Budogs, damit wir überhaupt wissen, wie viele da sind. Letztes Jahr waren es 74. Wer weiß, können wir es heute toppen? Werden wir sehen. Ich habe heute eine Überraschung dabei. Ich habe heute unsere Schönheit mit an meinem Platz gebracht. Marlene, ich bedanke mich recht herzlich, dass du gekommen bist. Begrüße dich ganz herzlich und möchte auch als Vertreter der Stadt unseren dritten Bürgermeister Thomas Lang herzlich begrüßen, lieber Thomas, herzlich willkommen. Und ja, ich habe mal im Grußwort gesagt, jetzt übergebe ich einfach mal das Wort an dich, Marlene. Das hast du aber ziemlich einfach gemacht, Thomas, ne? Das war ganz schön kurz. Trotzdem, lieber Thomas, liebe Bulldog-Freunde aus Lauf, aus der ganzen Umgebung, ich freue mich, dass ich heute mit am Marktplatz dabei bin. Was gibt Schönes, als an einem Samstagnachmittag am Marktplatz im Lauf zu stehen und lauter freundliche Leute zu sehen, lauter junge Leute, aber dafür wegen ältere Bulldogs. Ich finde es klasse, dass so viele gesagt haben, ja, da sind wir wieder dabei. Und ich lobe gerne noch einmal und ausdrücklich die Bulldog-Freunde aus Moritzberg. Wenn man so rumschaut, wo man feststellt, Gott sei Dank seid ihr da, ne? Von der Anzahl her. Aber das ist zwar nicht zweitrangig, trotzdem, ich glaube, dass das Fest der Bulldog-Freunde jedes Jahr, der Bulldog-Freunde Lemberg, jedes Jahr ein Glanzlicht ist in der Stadt Lauf, in unserem Ortsteil draußen in Lemberg. Und ich glaube, seit vor Anfang an bin ich die Schirmherrin, Thomas. Ja, also der Thomas hat alles richtig gemacht und darum habe ich es auch heuer wieder gemacht, die Schirmherrin. Ich freue mich, dass du zwar andererseits eine kleine Vorstandschaft hast, aber andererseits ihr ganz viel und ganz eng miteinander zusammenarbeitet, damit das auch nicht nur heute, sondern auch morgen zum Erfolg kommt. Ne? Und ich darf damit als Schirmherrin das Wort wieder zurückgeben. Ihr seht schon, ich habe dafür gesorgt, dass heute schon mal das Wetter hält. Wollen ne? Der Kreis da drauf. Perfekt, kein Tropfen, zwei Schläge, hervorragend, oh, zapft ist. Jetzt schau ich mal noch zu. So, also kommt her, nehmt euch ein Mahlwurf für die Kinder, ist ein Kasten Spionade da. Und jetzt suche ich meinen Hans-Peter Mungert. Mann, ich war der Bulldog. Dem Bulldog etwas zu sagen, ihr kennt eigentlich alles von den technischen Daten über Besonderheiten. Meistens kennt er auch die Fahrer noch. Und der Hans wird uns jetzt noch ein bisschen was da unten schon mal über die Bulldog sagen. Und ganz wichtig, wir fahren dann nach Denberg rauf mit allen Bulldogs und da oben macht er dann noch einmal eine detaillierte Bulldog-Vorstellung. Jeder Bulldog, der da vorfährt, weiß der Hans was dazu und das ist schon immer sehr interessant. Also ich bitte doch, kommt mit rauf nach Denberg, schaut euch da oben noch ein wenig um und jetzt übergebe ich einmal an den Hans. Ja, auch viele Grüße von meiner Seite aus, liebe Schlepperfreunde, liebe Oldtimer-Freunde, liebe Gäste. Ich kenne die Diskussion, also die Diskussion, was? Ich meine, das kann man vielleicht nicht.
Ich hab die von dir nicht abgeholt, dann gab's das. Ja! Jetzt ist es.